Ich muss jetzt. Ich spare. Da irgendwie hin. Schnabeltier. Die würden ein super Trio abgeben, aber mir reichen schon zwei Witzfiguren, die den Weg versperren. Muss hier irgendwie Ablenkung schaffen. Ich spare mir. Kann ich den irgendwo hinwerfen? Irgendwohin. Ich kann nicht die Org. Ja, du sollst drüber gehen. Jetzt. Hallo, ist da wer? Du bist Paranoid 2017. Puh. Schon toll, wenn die sich nur noch als Nummer Viech bezeichnen. Hast du das gehört? Reiß dich mal zusammen, das war. Jetzt Hallo, ist da wer? Du bist Paranoid. Verändert sich da die Position? Puh, verdammtes Viech. Hast du das gehört? Reiß dich. Jetzt nochmal drüber gehen. Hallo, ist da wer? Du bist Paranoid. Jetzt leuchtet er da hinten hin. Puh. Ah, jetzt wieder hier hin. Der hat den irgendwie kombinieren. Ich brauche keinen Ich-Ordner ab. Hey! Nö. Da komme ich auch gar nicht mehr rein. So muss es hier oben irgendwas sein. Hier ist es hell genug. Kann ja nie schaden, bisschen Licht. Warte mal, wenn ich jetzt den drunter pack. Ich die Orga. Hast du das gehört? Reiß dich mal. Jetzt habe ich es auch gehört. Hallo, ist da wer? Du bist Paranoid 2017. Ah, jetzt hat's geklappt. Man musste nur im richtigen Moment das machen. Mal schauen, was der bewirkt. Magnetkörper angezogen. Perfekt. Ein Plan ist gelungen. Das war nicht übel. Nicht übel ist mein zweiter Vorname, Baby. Hör auf, mich so zu nennen. Komm mit, wir müssen weiter. Stimmt. Und das Kostüm wieder angezogen. Halt! Wer da? Ich bin es nur, Cletus. Mit Goal, meiner bezaubernden Verlobten. Na endlich. Ich hatte schon Angst, sie wäre mit diesem stinkenden Deponianer durchgebrannt. Ein abwegiger Gedanke. Au contraire, Schnucki-Maus. Du kannst ruhig zugeben, dass du ein Auge auf diesen Rufus geworfen hast. Verständlicherweise erschien mir ein verwegener Draufgänger zu sein. Aber nicht doch, Schnutzi-Pups. Er war nur ein selbstverliebter Trottel. Das reicht jetzt. Sie können immer noch rumturteln, wenn Sie zurück auf Elysium sind. Oh, yeah. Yeah. Yeah, eher, desto besser. Gut. Dürfte ich Sie noch kurz unter vier Augen sprechen, Herr Botschafter? Natürlich. Geh doch schon mal vor, Liebes. Ich und der Amtmann haben noch Dinge zu besprechen. Offenbar. Aber... Husch, husch. Okay, wir sehen uns dann ja gleich. Richtig? Hoffentlich. Sagen Sie mal, haben Sie noch alle Tassen im Schrank? Ich dachte, wir hätten eine Vereinbarung. Die Erinnerungen von Fräulein Goal müssen gelöscht werden. Und wir brauchen die Aufstiegscodes. Keine Panik, ist ja alles in Arbeit. Ich tausche die Datasetten aus und lasse das Original auf der Plattform liegen. Dann sind alle glücklich, richtig? Ja, alle bis auf die Deponianer. Ja. Wenn Sie mich hintergehen, schneide ich Ihnen persönlich Ihren hässlichen Kopf ab. Ja. Ja. Lustig. Netter Kerl. Könnte man fast zum Essen einladen.
So, rauf zur Plattform. Jetzt wird's spannend. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Hier leben Menschen, Cletus. Ich habe sie selbst gesehen. Ich hab's dir doch erklärt. Ulysses hat recht. Wir können nicht. Störe ich? Rufus, na endlich. Ich war schon drauf und dran, diesen uneinsichtigen Idioten vom Turm zu werfen. Frag mich bitte nicht, was ich jemals an dem gefunden habe. Was soll das, Rufus? Ich dachte, wir hatten eine Abmachung. Falsch gedacht, Cletus. Ich werde mit Goal nach Elysium gehen. Das ist ein Witz, oder? Bitte, Goal, sag mir, dass das ein Witz ist. Es ist kein Witz. Rufus wird mich nach Elysium begleiten. Er wird mir helfen, die Wahrheit über Deponia ans Licht zu bringen. Und du glaubst wirklich, die lassen so jemanden in die weiße Stadt? Warum nicht? Jeder wird ihn für dich halten. Den? Dass ich nicht lache. Gib auf, Cletus. Sonst was? Scheuchst du deine Läuse auf mich? Dass ich nicht lache. Muss ich erst sauer werden? Willst du mir etwa drohen? Hör mal, Kleiner. Ich habe den dritten Askaten im Shai-Hulu. So wie ich. Ach ja? Was ist dein Duju? Fünf. Fünf? Ich meine gelb. Feuer? Steinbock. Ocelot. Verdammt. Das ist die Frage. Dass ich nicht lache. Ich bin alles gemeinsam. Dass ich nicht lache. Hey, ich hab dir schon mal gesagt, du sollst mich nicht nachäffen. Ich hab dir schon mal gesagt, du sollst mich nicht nachäffen. Außerdem klingt das überhaupt nicht nach mir. Ich finde, er macht das ganz gut. Bah, und wenn schon, dieser Ein-Mann-Floh-Zirkus wird niemals als ich durchgehen. Schau doch nur, wie er rumläuft. Widerlich. Das sagt genau der Richtige. Macht das unter euch aus. Aber... Rufus! Und mit so einem Schlappschwanz willst du allen Ernstes nach Elysium durchbrennen? Mahlzeit, dass ich nicht lache. Du kannst Rufus nicht das Wasser reichen. Dem Geruch nach zu urteilen kann das niemand. Was ist denn in der Tasche eigentlich drin? Was haben wir denn da? Ein zweites Kostüm. Wollen wir doch mal sehen, wer hier der bessere Cletus ist. Rufus hat allemal mehr im Kopf als du. Ja. Anziehen. Und bestimmt könnten drei Pferde davon saffern. Fast so gut wie mein selbstgemachtes Kostüm. Das Inventar in dem Aufzug ist ja mickrig. Da passt noch nicht mal ein Eimer mit Wischmopp rein. Geschweige denn ein Papagei und zwei Katzen. Ich leg mein Kram mal hier hin. Rufus ist dir um einiges voraus. In Sachen Körpergeruch bestimmt. Ist da noch was drin? Spitzenunterwäsche. Für Männer. Kann er behalten. Rufus kämpft wenigstens für das, woran er glaubt. Du meinst, Streithähne. Den Osterhasen. Dieses Weichei soll mich also ersetzen. Dass ich nicht lache. Gib ihn drauf, Cletus. Gib auf, Cletus. Sonst was? Scheuchst du deine Läuse auf mich? Dass ich nicht lache. Okay, das funktioniert irgendwie nicht. Aber... Und mit so einem Stass ich nicht... Rufus hat allemal mehr im Kopf als du. Ja, und bestimmt könnten drei Pferde davon satt werden. Kann ich dann noch irgendwas machen? Rufus kämpft wenigstens für das, woran er glaubt. Du meinst, er kämpft für den Osterhasen. Du kannst Rufus nicht das Wasser reichen. Dem Geruch nach Warte mal, Flaggenmast. Puh. interessante Bemerkung. Muss ich mir fast notieren. Puh. In Elysium werden sie mich mit wehenden Fahnen begrüßen. Und Konfetti. Oh Junge, ich liebe Konfetti. Kann da mal ein Stück zurückgehen? Rufus weiß wenigstens, wie man eine Frau behandelt. Du meinst, nachdem er ihr eine Keule über den Schädel gezogen hat? Warum eigentlich nicht? Ach so, die Aufstiegscodes. Da war ja was. Rufus weiß wenigstens, wie man eine Frau behandelt. Du meinst, nachdem er ihr eine Keule über den Schädel gezogen hat? Ja, kann Rufus das Kostüm nicht mal aussehen, oder? In Sachen Körpergeruch bestimmt. Hier ist ja sonst nichts. Nö. Rufus weiß wenigstens, wie man eine Frau behandelt. Du meinst, nachdem er ihr eine Keule über den Schädel gezogen hat? Nochmal versuchen, mit denen zu reden. So, es reicht. Rufus hat allemal mehr im Kopf als du. Dieses Weichei soll mich also ersetzen. Probieren wir nochmal die Sprüche durch.
Muss ich erst sauer werden? Willst du mir etwa drohen? Hör mal, Kleiner. Ich habe den dritten Asgarten im Shai-Hulu. So wie ich. Ach ja? Was ist dein Duju? Fünf. Fünf? Ich meine gelb. Feuer? Steinbock. Ocelot. Verdammt. Dass ich nicht lache. Dass ich nicht lache. Hey, ich hab dir schon mal gesagt, du sollst mich nicht nachäffen. Ich hab dir schon mal gesagt, du sollst mich nicht nachäffen. Außerdem klingt das überhaupt nicht nach mir. Ich finde, er macht das ganz gut. Bah, und wenn schon. Dieser Ein-Mann-Floh-Zirkus wird niemals als ich durchgehen. Da kann er tausendmal meine Klamotten auftragen und sie mit Ungeziefer infizieren. Es gibt immer noch eine Sache, die mich vollkommen von ihm unterscheidet. Oh, Himmel. Dein Hängearsch. Mein Muttermal, du Dämlack. Schöner Hintern. Was tust du? Lass das. Autsch. An den Flanken. Nein, nicht. Perfekter Flitzer. Yeah, wir haben es geschafft. Wir haben es wirklich geschafft. Auf nach Elysium. Nicht so schnell, Freundchen. Cletus sagte irgendwas von einer Abmachung. Was? Ach das. Vergiss es. Schnee von gestern. Lass uns los. Nach Elysium. Warte mal. Das ist es, oder? Dir geht es gar nicht darum, Deponia zu retten. Du willst einfach nur nach Elysium. Um jeden Preis. Ich? Nein. Also mir hat er was anderes erzählt. Deponia stinkt, hier leben nur Idioten. Meinetwegen kann der ganze Laden in die Luft fliegen. Bla 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 bla. Halt du dich da raus. Goal, glaub ihm kein Wort. Er will nur einen Keil zwischen uns treiben. Aber woher weiß ich, dass ich dir trauen kann? Dieser Ratte trauen, dass ich nicht lache. Goal, er hasst Deponia. Er ist ein Egoist, ein Dieb und ein Betrüger. Schau doch mal bei seinen Sachen nach. Ich bin mir sicher, du findest dort eine Backup-Datasette. Nur für den Fall, dass du ihm auf die Schliche kommst. Das würde er nicht tun. Na los, schau nach. Goal, nicht. Das ist doch deine Datasette, du Penner. Goal, ich kann das erklären. Das kannst du nicht. Weißt du was, Rufus? Ich dachte wirklich, du seist etwas Besonderes. Aber ich bin was Besonderes. Ich weiß, dass du das glaubst. Aber du bist einfach nur ein verdammter Egomane. Du ähnelst Cletus nicht nur äußerlich. Komm her. Ich möchte mir dein Gesicht einprägen, bevor ich alleine nach Elysium zurückgehe. Damit ich weiß, worauf ich kein drittes Mal reinfallen werde. Oh, ich tu's nur ungern. Tu's nur ungern. Oh, Goal, es tut mir leid. Bravo. Ach, auch das noch. Argos, endlich. Holen Sie mich hier runter. Warum sollte ich? Sie waren von Anfang an ein Unsicherheitsfaktor für unser Unternehmen, Cletus. Aber Rufus hier... Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Sie werden doch nicht etwa dieser verlogenen Ratte da mehr trauen als mir. Warum nicht? Zugegeben, er ist eine verlogene Ratte. Hey. Aber gerade das macht ihn ja so perfekt für den Job. Er wird als Held nach Elysium reisen. Und er bekommt die Frau. All das, was er sich erträumt hat, wird in Erfüllung gehen. Glauben Sie wirklich, dass er das aufs Spiel setzen wird, um seine verhasste Heimat zu retten? Dafür hat er einfach nicht das Format. Denn sobald Goal seine Fassade durchschaut, macht er all das zunichte, wofür er jemals gekämpft hat. Das wird er nie im Leben riskieren. Gratulation, Rufus. Du hast es geschafft. Leg einfach die Backup-Datasette ein und du kannst gehen. Elysium erwartet dich. Ist jetzt irgendwie blöd. Das kannst du wahrscheinlich gar nicht mehr beeinflussen, oder? Soll ich nicht auch mal rudern? Nein, nein, das geht schon. Ich weiß doch, dass du deinen Rücken schonen musst. Und wenn wir zurück auf Elysium sind, gibt es erstmal eine Massage, okay? Ja, mal sehen. Ach, jetzt schau doch nicht so betrübt. Ist doch gut, dass unsere Inspektion ergebnislos war. Auch wenn ich mich nicht an alles erinnern kann. Oder ist noch was anderes? Na komm schon, ein bisschen mehr Enthusiasmus. Auf nach Elysium und so, ja?
Nein? Was ist denn? Hast du etwas auf dem Herzen? Freust du dich denn gar nicht, nach Elysium zurückzukommen? Doch schon, aber... Na dann, auf nach Elysium, oder wie? Ich muss mal mit dir reden. Goal? Ja? Ist eigentlich schon witzig. So eine Hightech-Zivilisation, aber die müssen raufrudern. Es ist so. Ich bin ganz Ohr. Also, so halt. Also. Was stammelst du denn so rum? Raus mit der Sprache! Folgendes. Also langsam machst du mir Angst. Was hast du denn bloß? Muss die Wahrheit sagen. Na gut. Ich sag's dir jetzt einfach. Aber du musst versprechen, nicht sauer zu werden. Aber Cletus, warum sollte ich denn sauer werden?